Wir brauchen ein paar Items. Wir brauchen auf jeden Fall Gegengift, falls wir vergiftet werden. Wir brauchen auf jeden Fall Feuerpapier. Wir brauchen auf jeden Fall einen kräftigen Blutcocktail. In der Hoffnung, dass das noch funktioniert. Ich hoffe, das haben sie nicht genervt. Dass man das Moped noch mit einem Blutcocktail ablenken kann. I don't know. Ah. Ich finde es sehr interessant, dass du so Kammern im Bart hast. Kammern. Sieht aber nicht doof aus, sondern einfach interessant. Naschi, ohne Witz, Mann. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist grau. Das sind Haare, da sind keine Löcher. Ich werde einfach nur grau und alt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da sind Haare. Also sie sind nur grau. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann, weil ich jetzt nicht sehe, was ich tue. Aber das sind Haare. Also hier, wie ihr seht, ist Bart. Da kann ich Haare ziehen. Das ist einfach grau. Es sind keine Löcher. Ich werde halt alt. Und das partiell. Tatsächlich partiell alt. So. Dies, das und Ananas. Den Blutcocktail, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich würde sagen, wir sind good to go. Holy crap, what language is this? German. This is a German stream, but feel free to type in English, so we can answer in English as well. Havel altert nicht, Havel levelt, ja. Ich komme ins Level. In Level des grauen Bartes mit, weiß ich nicht, man sagt ja, wenn man grau wird, mit plus 5 auf Interessantheit oder so. Wenn man grau wird, wird man interessant. Sagen viele ja, keine Ahnung. Sieht wirklich aus wie leere Stellen. Nein, es ist halt nur grau. Ich bin halt alt. Ja, Feuerpapier, Schmuddelbestie, 12.000 Blutechos. Hashtag läuft. Hashtag läuft. Ja, fangen wir mal an, würde ich sagen, wa? Boss-Time in Bloodborne, liebe Freunde. Wir ziehen gegen die Schmuddelbestie in die Schlacht und ich weiß nicht, ob man die noch cheesen kann. Ja, das war schon mal nicht so gut. Nicht. Was macht sie? Einfach durch die Wand glitschen. Beute erlegt. Prey slaughtered. Für den wahrscheinlich im wahrsten Kampf im ganzen Spiel. Vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal mit Cheese Airlines geflogen sind. Wir cheesen alles. Yay! Oh Mann. So. Oh lololol. Und da holen wir uns noch das Antidot dahinter. Naja, geht, ne? Hashtag läuft. Zwar rückwärts und bergab, aber ging schon. Ging schon. So, Dutz am Dutzgerät. Und einmal zurück zum Leveln. So, ich habe gerade gelesen von dem englischsprachigen Zuschauer. If the PS4 Pro is worth it, or worth a buy, I can't say right now. If you have a PS4, maybe wait. If you have no PS4, buy the Pro instead of the Slim. So it's the first game we are playing from the new console. Bloodborne didn't get a patch, so it's not a Pro optimized game. I just wanted to test if it can stay at the 30 FPS or drops below like the normal PS4. It seems to be a little bit more stable, so we play Dishonored 2 and Watch Dogs 2. Both of them have a
PS Pro Patch, and we will play them on Wednesday. So we will be starting with Watch Dogs 2 on the PS4 Pro and check this game out, if this runs well. So, haben wir jetzt was wir machen können? Toller Satz. Haben wir was wir machen können? Ich wollte sagen, haben wir irgendwelche Scherben? Nein, wir haben keine Scherben. Ergo kann ich da nicht leveln. Das heißt, ich kann nur Level leveln. Naja, dann Level war Level, Level. Was wünscht ihr? So, Blutechos kanalisieren. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. So, ich hätte gerne erstmal 30 Leben. Das ist ja schon mal ein Wort. Ne, das ist ja schon mal ein Wort. 30 Leben ist schon mal besser als 30 Nicht-Leben. Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Ich habe keine Ahnung. Jeremy, hast du heute einen Repeater gefressen? Und du schreibst immer und immer wieder dasselbe und immer wieder dasselbe und immer wieder dasselbe und immer wieder dasselbe und immer wieder dasselbe. Und wie du merkst, wenn ich dasselbe immer auch sagen würde, ist das irgendwann hart nervig. Jeremy, so stop it. Alter Schwede. 1000 Blutechos. 1000 Blutechos wäre ein Level. Ja, kriegen wir eventuell hin, ne? Machen wir mehrfach. Machen wir alle. Willkommen daheim, gute Jägerin. Was wünscht ihr? Nee, die gab's schon zu Release, Jagu. Tatsächlich, die deutsche Sprachausgabe gab's direkt zu Release bei Bloodborne. Ist eines der ersten From-Software-Spiele, was sie deutsch synchronisiert haben. Also alle Souls-Spiele sind normalerweise Englisch, mit deutschen Untertiteln. Und das hatten sie synchronisiert, weil, von Sony. Weil Sony es gepublished hat. Und Sony möchte, um halt einen multikulturellen Markt anzusprechen, immer eine Lokalisierung haben. Das hatten wir auch bei Salt and Sanctuary gesehen, dass Sony drauf gedrängt hat, dass Salt and Sanctuary lokalisiert wird. Was in einem Google Translate geendet hat. Nicht so geil. Naja, irgendwas ist auch immer. So, 1612 hatten wir gesagt, ne? Weil du nicht drauf reagiert hast. Ja, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn du mit Rabe irgendwo hinfliegst ins Nest, mach das. Lebt wohl. Mach halt. Mach halt. Oder nicht. Jeremy, Mann. So, das war das. Kaufen wir uns noch eine Fiole oder zwei. Ich kann nicht leveln, nur leveln. Ja, leveln war auf die Waffe bezogen, Salamander. Und leveln auf leveln. Und leveln auf Waffe. Wir können ja verschiedene Dinge leveln. Habe ich eigentlich irgendwelche coolen Steine bekommen, die ich einbauen könnte? Irgendwelche coolen Steine? Und zwei Einser. Was macht der andere denn? Hm. 2711, ja, dann können wir den anderen rausnehmen. Machen wir ein bisschen mehr Damage. Und Medias, danke für den Autohaus. Billy Blau, sei gegrüßt. Ja, noch ein paar Minuten machen wir, nicht mehr heute allzu lange. Heute auch kein Late Night, also kein Oldboy im Anschluss. Heute möchte ich mal ein bisschen früher ins Bett, von daher Oldboy eventuell morgen, heute nicht. Also wir machen gleich um 3 Schluss. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz da rein in den Turm. Der Kathedralenbezirkturm. Eventuell kriegen wir jetzt dann schon Ludwigs. Das wäre schon mal gar nicht falsch. Und wie gesagt, morgen machen wir dann weiter und wenn dann morgen lustig ist und noch ein bisschen Spaß, dann gucken wir uns auch Oldboy weiter an. Könntest du was über die Einsicht erklären? Das ist ein System, 4-Tage-Bart. Das haben sie mehr oder minder. Ich glaube, da haben sie viel mit vorgehabt und haben es dann relativ schnell verworfen. Also eigentlich ist es gedacht, dass du mehr Dinge erkennst im Spiel von deiner Umgebung. Einfach mehr wahrnimmst.
dann haben sie tatsächlich an, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, das werde ich sagen, wenn wir dann da sind, haben sie es mehr oder minder nur an einer Stelle im Spiel implementiert, wo es was nützt und das sogar im Negativen. Weil einfach mehr Gegner da sind. Und was sie stattdessen draus gemacht haben, ist, es ist mehr oder minder eine zweite Währung, womit du an einem Shop Sachen kaufen kannst, für Einsicht. Das heißt, sie hatten irgendwann vor, wollten damit irgendwann im Spiel implementieren, haben es an einer Stelle gemacht, anscheinend den Rest verworfen, warum auch immer, und übrig geblieben ist eine Währung. Also Einsicht ist hier super Käse. Also da haben sie die Menschlichkeit und... ja, Menschlichkeit, Kindeln, nicht Kindeln, also in Dark Souls 1, 2 und sogar Demon Souls besser implementiert als hier in diesem Spiel mit der Einsicht. Das ist total dumm. Ja, ich zeige einen Trick, was man genau mit der Einsicht machen kann. Und das werde ich sagen, wenn wir da sind. Richtung Hemwick Knochenstraße wird es halt sein. Da ist der einzige Ort, wo das relevant ist. Nein, hier wollte ich nicht raus. Da wollte ich raus. Ja, wobei das stimmt halt nicht, dass es wirklich schwieriger ist. Es ist tatsächlich nur an zwei, drei Stellen schwieriger. Du kannst es nicht pauschal sagen, hast du 15 Einsicht, ist jeder Mob in diesem Spiel schwerer, weil er mehr Schaden austeilt oder mehr Hits braucht, bis er down geht. Das ist halt falsch. So ist Einsicht halt eben nicht. Das wäre ja noch nachvollziehbar. Aber dann wäre ja Einsicht im Endeffekt ja eigentlich eine Bestrafung. Es sollte ja als Reward angesehen werden. Was das allerdings auch nicht ist. Weil, ich verstehe es nicht. Es ist halt irgendwie super dumm in diesem Spiel. Also das ist wirklich echt eine dicke vertane Chance in meinen Augen. Halt einfach eine Mechanik, die halt doof oder überhaupt nicht implementiert ist. Naja, irgendwas ist auch immer falsch. Von dem her wünsche ich Markus und dem Chat eine ruhige Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Jeremy, komm gut ins Bett, mein Lieber. Danke fürs Reinschauen. Und natürlich eine gute Nacht und vielleicht noch einen Lurk-Modus. Wie gesagt, sie haben es halt am Anfang implementiert, das habe ich ja gesagt, du kannst das erste Mal, also, wie gesagt, da haben sie den Gedanken, okay, nicht ganz richtig, was ich gesagt habe, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, habe ich ja am Anfang gesagt, du kannst das, also du kommst in diesen Traum des Jägers, wo die Puppe liegt, das ist ja eine Puppe, die ist für dich tot, du kannst nicht leveln, mit dem Boss, den ersten, den du siehst, kriegst du eine Einsicht und danach kannst du leveln, weil die Puppe für dich nicht mehr tot ist, das ist quasi... Ein Ansatz, den sie haben, den habe ich tatsächlich unterschlagen. Das wäre dann die zweite Variante, wo Einsicht eine Rolle spielt, weil du eine Einsicht brauchst, um leveln zu können. Dann haben sie es ganz lange gar nicht mehr aufgegriffen, bis zur Hände Knochenstraße. Da haben sie es noch einmal implementiert und dann nie wieder. Also im Endeffekt, ich gehe davon aus, dass sie vielleicht viele Sachen vorhatten, aber dann verworfen haben. Ja, und deswegen sehr schade. Im Moment ist es halt größtenteils nur eine Währung. Kann ich einfach runterspringen? Ja, ich konnte hier irgendwo runterspringen. Sieht zwar tödlich aus, ist es aber nicht. Genau. Und deswegen gibt es halt diese Einsicht der Weisen, oder wie das Ding heißt. Da drückst du dir einen rein und kannst quasi vor dem ersten Boss schon leveln. Was mehr oder minder halt, was du nur weißt, wenn du das Spiel halt schon mal gespielt hast. Sonst würdest du es halt nicht machen. Genau, John. Wie John es sagt, Einsicht sollte Geheimnisse auf der Welt offenbaren, aber es passiert nur in zwei Stellen. Einmal, dass du leveln kannst, das ist okay, das haben sie gut implementiert. Und einmal ist es eher ein Nachteil. Genau, oder du holst Leute zur Hilfe, ganz genau. Ah, super. Dieses Skill-Aim. Dieses Skill-Aim. Eieiei. Ja, man sieht die Amygdalas, aber die siehst du ja auch so. Also später im Verlauf. Die Amygdalas. Okay, was denn sonst noch, Baldur? Sideswalk, Sideswag. Cooler Name übrigens. Habe ich sehr gerne mit in Dark Souls 1 mitgespielt. Baldur's Wagsword. Ziemlich geil. I like it. Neben der Sense. Dex Buff Build for the win. Ah, hier. Die guten alten, schönen Dark Souls 1 Zeiten. Eieiei. Aber das war's dann auch schon. Eieiei.
Hier kam noch ein Schütze auf mich zu, ne? Ja. Die Waffen der Mobs in Cathedral Ward ändern sich. Die Lampen bekommen Augen. Die Waffen der Mobs in Cathedral. Ich überlege gerade, was du mit Cathedral meinst. Die Lampen bekommen Augen. Okay. Ist mir nie aufgefallen. Aber wie schon Jonet tatsächlich aussah, ist ja dann wirklich eher echt so klein gimmicky. Nachher den Echsen durch. Nein! Die habe ich nicht gesehen. Die haben da einen Buff drauf, die Sensentypen. Ich überlege gerade, Sensentypen. Ich weiß im Moment nicht welche, muss ich ehrlich sagen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich an Fiolen? Kann man dann einsehen, wie viel wir im Stack haben? Würde mich mal interessieren. Nee, leider nicht. Eisra, sei gegrüßt, schönen Abend. Gab es denn schon ein paar Worte? Also Bloodborne scheint overall, also Bloodborne hat kein Patch bekommen. Es ging halt darum, Eisra, ob 30 FPS gehalten werden können, weil bei der PS4 halt nein. Größtenteils. Also wir hatten ein, zwei kleine Drops, nicht so hart wie bei der PS4. Ich weiß nicht, ob das am Patch 1.9 liegt, also 1.09, den habe ich auf der PS4 nie gespielt. Deswegen weiß ich das nicht. Es performt overall ein bisschen besser auf der Pro. Also einfach von stabileren 30 FPS. Pro-Spiele gucken wir uns dann erst an mit Watch Dogs 2 und Dishonored. Dishonored 2. Ja, die kommen dann ab Mittwoch. Und dann schauen wir da mal rein. Die sind natürlich dann auch für die Pro optimiert. Und im Moment spiele ich auch selbst nur 1080, weil ich noch keinen 4K-Splitter habe. Der ist in der Post. Also kommt von Amazon irgendwann. Von daher mal schauen. Die haben Waffenbuffs. Aha. Ja, kommst du hier rein? Wäre ich dir sehr verbunden. Jetzt schubst doch keine Frauen. Mein Gott, du isst auch kleine Kinder. Was ist denn mit dem Mob los? Immer diese Frauenschubser. In dem Sensentypen gibt's nur einen. Ich weiß echt nicht welchen. Jo, wegen ihrem Frenzy Damage, der wird, wie gesagt, schlimmer durch Einsicht. Ja, wobei, das mag eventuell nochmal sein, dass tatsächlich der Frenzy State sich mit Einsicht nochmal ein bisschen schneller erhöht. Gerade interessant, wenn du mit Beastclaw spielen willst. Finde ich immer wieder gut. Einfach mal die Rollstuhlfahrer vor der Brüstung schubsen. Ah, das ist ein schönes Hobby. Was machst du so an Hobbys? Ja, ich schubs Rollstuhlfahrer. Finde ich wohl gut. Ist zwar nicht so politisch korrekt, aber macht Spaß. Eieiei. wie gesagt, den Beastclaw Run haben wir ja schon hinter uns. Ich war nur der Meinung, der funktioniert für mich persönlich nicht so gut, weil dafür bin ich in dem Spiel einfach zu schlecht. Ja, du musst halt super vorsichtig spielen. Also wir haben NG Plus gespielt. Beastclaw mit komplett Beastrune als komplett Beast.
Ja, keine Ahnung. Bis zum gewissen Boss war es irgendwann spielbar, aber danach hast du so auf die Fresse gekriegt. Und du hattest gar nicht so viel Time on Target, dass du Frenzy hochstacken konntest. Also nicht Wahnsinn, nicht Frenzy in dem Sinne, sondern also hier Bestienmeter. Entschuldigung, jetzt habe ich Frenzy und Bestienmeter verwechselt. Und Frenzy Damage wird gesagt auch schlimmer. Echt? Ja, das können wir ja mal irgendwann testen. Ich gebe die Einsicht halt nicht aus. Von daher werden wir es ja irgendwann sehen, wenn wir da mal hinkommen. Spätestens im Schloss werden wir es ja sehen. Ob wir tatsächlich mehr Schaden bekommen. Also mehr Frenzy Damage. Haha. Dieser Aim. Ach, der beste Aim der Welt. Ja, da haben wir schon mal Ludwigs. Yay! Feels amazing, man. Gesperrt. Na, natürlich ist es gesperrt. Frenzy Reezy wird weniger, okay. Ja, aber das ist halt eben auch ein System, was dich halt dafür bestraft, Einsicht zu haben. Und du hast halt keinen Bonus davon. Das Problem ist, jetzt stell dir einfach mal vor, du hast diese komischen Typen, die dir den Schwanz in den Hals stecken und die Einsicht absaugen. Normalerweise solltest du ja sagen, oh mein Gott, sie haben mir Einsicht abgesaugt. Kacke, ich habe Einsicht verloren. Und im Endeffekt könntest du jetzt sagen, yay, weniger Schaden durch Wahnsinn und weniger Mobs da und alles ist viel besser. Das heißt, eigentlich belohnen dich die Mobs, indem sie Einsicht absaugen und bestrafen dich gar nicht. Jetzt stell dir einfach mal vor, in Dark Souls würden sie dir Menschlichkeit klauen, wie du kotzen würdest. Und hier ist es, ist mir doch egal, ist das ja scheiß endlich weg. Also, das ist halt auch ein System, was irgendwie falsch rum funktioniert. Interessant wäre doch genau andersrum das meiner Meinung gewesen. Du kriegst mehr Wahnsinnsschaden, wenn du keine Einsicht hast, weil du die Welt nicht verstehst. Du siehst was, was du nicht verstehst und das macht dir Aua. Du hast 30 Einsicht, du verstehst ein bisschen, wie die Welt funktioniert und kriegst weniger Wahnsinnsschaden. Du hast 50 und verstehst die Welt noch besser und kriegst weniger Wahnsinnsschaden. Ich finde, sie haben es genau falsch rum implementiert. So, dass es halt tatsächlich zwangsläufig irgendwie nicht funktionieren konnte. Und der dementsprechend auch nur so halb rudimentär implementiert wurde. Ja, Dopi, es gibt wenig Waffen in Bloodborne, aber die, die es gibt, haben alle eine Daseinsberechtigung und verschiedene Movesets. Also, wobei, da hatten wir ja auch schon bei Dark Souls rumkritisiert, ist Dark Souls sinnvoll, dass es so viele Waffen gibt? Weil im Endeffekt, außer die FOTM-Kombination, werden die anderen Waffen auch kaum nicht benutzt. Ist auch ein schöner Satz, ne? Kaum nicht benutzt. Wenig benutzt. Weil es gibt 50 verschiedene gerade Schwerter mit dem gleichen Moveset, mit dem gleichen Stamina-Verbrauch, die einfach nur verschieden skalieren. Wo eins einfach besser ist als das andere. Und die meisten benutzen dann Schwert, was besser ist. Und die anderen Sachen gehen in die Kiste. Oder den Vendor. Oder was weiß ich wohin. Von daher, ich brauche nicht 100 Waffen, wovon 95 Kacke sind. Da kann Dark Souls tatsächlich auch weniger halt, auf mehr verzichten und dafür tatsächlich die wenigen halt lieber balancen, anstatt halt diesen Zirkus zu machen. Aber ich glaube, das ist halt für die PvP-Varianz mittlerweile drin geblieben. Um da halt eben andere Leute vielleicht mit verschiedenen Waffen zu überraschen. Ansonsten wüsste ich nicht, warum so viele Waffen da noch eine Daseinsberechtigung haben. Benutzt halt einfach keiner. Rennen halt alle mit dem Finsterschwert rum, mit Anris Glücksschwert. Weiß ich nicht, irgendein Katana. Eine Lanze. Ja, endet da. Oder irgendein Großschwert oder anderthalb Händer. Naja. Mergo, sei gegrüßt.
Ich gehe jetzt auch langsam zurück, Akani. Wir machen jetzt auch Schluss. Ich bin ja schon auf dem Rückweg. Ich hätte natürlich jetzt auch porten können, aber ja, nimmst du nochmal die Kugeln mit. Eventuell können wir doch einmal porten. Warte mal. Wenn wir jetzt nämlich hier die Echse kriegen. Die können wir noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob die schon getriggert ist. Nee, ist noch nicht getriggert. Blutlicht unten, ja, schon mal gut. Und das waren die ersten Zwillingsblutscheinscherben. Sehr gut, dass wir die haben. Sehr gut, dass wir die haben. Ergo können wir... rein theoretisch könnten wir jetzt... Ich glaube, die haben auch die Lichtverhältnisse hier drin geändert. Ich sehe hier mittlerweile echt was drin. Das ist ja unglaublich. Ich habe vorher nie was drin gesehen. Weiß jemand, was hier drin liegt? Auf den Plattformen? Liegt da irgendwie eine Upgrade-Scherbe? Also ein Zwillingsblutstein? Oder ist das einfach nur Kacke? Weil ich weiß nämlich nicht mehr, was da lag. Und wir mussten hier rüber, ne? Ich würde sagen, das sieht gut aus. Botenzylinder, alles Müll. Also alles Müll. Ja, okay. Also ja, diese Botenzylinder war auch eine Idee, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Das war auch so eine Idee. Hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Jägerknochen. Oh, kann ich gar nicht von hier looten. Ein Drittel einer Nabelschnur. Hier lag irgendwo auch noch was drin. Der Haarschmuck. Einmal Dutz am Dutzgerät. Und einmal eine verlassene Puppe. Typisch Japaner, die Idee. Ja, und ich glaube, hier hatten wir jetzt alles, ne? Wir hatten den Haarschmuck, wir hatten die Nabelschnur, wir haben, den Jägerknochen. Ich glaube, mehr gab es hier nicht. Ergo können wir auch rausporten. Können ja auch nochmal jederzeit zurückkommen, wenn wir was vergessen haben. Aber ich glaube, das war alles. So, Reise eine Reise in den Traum. Echt komisch, dass der Traum des Jägers auch wirklich da ist. Ja, ein Traum im Traum, wenn du so willst. Wobei ist die Frage, ob es der Traum des Traumes ist oder ist das die Realität? Je nachdem, wie man es interpretiert halt. Ich glaube, 10.000 hat Ludwig gekostet, ne? Das war relativ teuer. ...20.000 sogar. Holy moly. Ja, wobei ich sage, das machen wir morgen, Freunde. Wahrscheinlich verkaufen wir ein paar Waffen, ein paar Sets. Gerade das Puppenset gibt, glaube ich, ziemlich viel an Blutechos. Dann können wir uns Ludwigs kaufen, davon noch ein bisschen leveln. Warte mal, ich hole mal die, eine Waffe hier wieder raus. Ne, warte mal, wie konnte ich das denn ändern? So. Sägespur wird geborgen. Ja, danke schön. Dann verkaufen wir die morgen. Kaufen wir uns von den Blutechos Ludwigs. Werten morgen Ludwigs auf. Die Steine, da haben wir, um auf 3 zu kommen. Dann müssen wir natürlich noch 16, 12 leveln. Ja, und dann geht's weiter. Nächster Boss ist tatsächlich morgen Hexe von Hemwick. Die mache ich immer vor Amelia. Und wenn wir dann Hexe von Hemwick gemacht haben, machen wir danach Amelia. Und ich sage, dann war es zumindest schon mal davon. Bis morgen, 22 Uhr.